meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das war das letzte Geburtstagsvideo. Wir haben es geschafft, alles miteinander auszupacken. Und ja, ich habe natürlich noch von meiner lieben Britta, von Lilly Inks Bastelt, habe ich auch noch ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Und zwar war das in so einem großen Umschlag drin. Und ich habe das jetzt mal rausgeholt. Und da kamen mir so Pailletten entgegengeflogen. Die habe ich jetzt mal hier so auf ein Häufchen gelegt. Und ich weiß gar nicht, ob das zu Deko war oder ob die jetzt irgendwo... Wir werden mal schauen. Und auf jeden Fall ganz toll. Also ich bin jetzt schon ganz verliebt. Und hier hat sie mir so eine Eule dran gebamselt. Und so eine kleine Nuss. Und ich denke, dass man das hier so aufmacht. Ja... Ach, sie macht so tolle Sachen. Das ist echt richtig, richtig toll. Ah, da kommt... Ah, das kann man... Oh, schaut euch das mal an. Da muss ich schauen, ob ich das dann nachher wieder so zurückkriege. Und dann lacht mich ein Happy Birthday an. Das finde ich ja ganz toll. Und ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Ah, das ist ein Flipbook. Sie hat mir ein Flipbook gemacht. Schaut euch das mal an. Ein Flipbook mit großen Umschlägen. Und... Ja, mit Herbstdekorationen. Das weiß ich gar nicht. Ist da, da ist natürlich dann immer noch was drin. Oh, 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 ich habe einen. Ah, ah, da ist die Karte. Oh. Ach, schaut mal, wie süß. Ach Gott, wie süß. Und sie ist auch so ein Spezialist, wie das Tinchen auch, oder zum Beispiel die Birgit, also ganz arg viele eigentlich. Sie inkt das immer alles und es sieht einfach gleich richtig toll aus. Also vielen lieben Dank, meine Liebe. Ich freue mich riesig und ich habe hier so einen wunderschönen Stencil bekommen. Sie hat gerade geschrieben, sie hofft, dass ich den noch nicht habe. Nein, ich habe den noch nicht. Er ist traumhaft schön und sie hat den nur ein bisschen zurechtgeschnitten, damit er da reinpasst. Aber das ist optimal, weil ich die, ja, das habe ich mir übrigens auch von ihr abgeschaut. Mal schauen, das ist so festgemacht. Und zwar hat sie sich, sie hat das nur selber gemacht, aber ich habe das nicht selber gemacht. Sie hat sich so einen Ordner selber gemacht, wo sie ihre ganzen Stencil drin aufbewahrt. Und das habe ich dann natürlich gesehen. Und das hat sie uns gezeigt. Und dann habe ich das auch gleich gemacht. Und ja, da werde ich jetzt mir wieder, ich habe jetzt schon neue so A5-Hüllen bestellt und da werde ich den gleich einsortieren. Und das ist wirklich eine praktische Sache. Es passen leider nicht immer alle, zum Beispiel der hier ist zu lang für die A5-Hüllen, aber das macht nichts. Ich habe mir hier mal so eine Tasche gemacht, aber die hält auch nicht richtig. Das ist so, ja, halt für mich zweckmäßig. Und da habe ich dann immer meine Stencil hier stehen. Und wenn ich dann einen brauche, dann habe ich das gleich griffbereit. Das finde ich eine richtig tolle Idee, habe ich mir von ihr abgeguckt. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich. Jetzt ist er schon eingepackt, meine Liebe. Der ist gleich direkt, hat er sich auf die Reise gemacht. Und was ist denn das hier? Was hast du mir denn hier eingepackt? Mixed Media Plate. Das ist so ein... Was mache ich denn mit dem? Da brauche ich so einen Abroller dazu, oder? Stempel. Und dann rolle ich da. Und was mache ich dann damit? Dann lege ich ein Blatt drauf. Ah, und dann kann ich quasi mit dem so abdrücke. Ach, das ist quasi so eine Weiche, weil die ist weich. Die kann man auch ein bisschen biegen. Ich muss mal schauen, was ich mit dem mache. Also so ganz weiß ich das noch nicht, aber ich bin mir sicher, du wirst mir da was dazu sagen können. Also super, freue ich mich, vielen Dank. Und jetzt, oh, jetzt habe ich noch mal. Oh Gott. Oh Gott, ist das, das ist auch so eine ganz süße kleine Maus. Und hier habe ich auch noch mal ein Kärtchen bekommen. Also sie hat mir quasi jetzt in jedes Teil ein Kärtchen reingelegt. Und immer hat sie mir was dazu geschrieben für das passende Teil. Jetzt bin ich gespannt, was da noch rauskommt. Was hat sie mir da? Da, oh, ich habe ATC-Karten von ihr bekommen. Ja, wir haben sie jetzt angesteckt mit dem ATC-Kartenfieber. Jetzt ist sie auch im ATC-Kartenfieber. Und sie kann auch traumhaft schön kolorieren. Und zwar koloriert sie mit Aquarellmarkern. Das finde ich eine richtig tolle Sache. Das kann ich zum Beispiel gar nicht.
Und ja, ganz arg süß hat sie mir das hier mitgeschickt. Also richtig toll, die Eule ist traumhaft schön. Und vor allem, was die Britta macht, was ich noch nirgends anders gesehen habe, sie embosst alle Stempelabdrücke. Also ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, aber ja, doch, hier könnt ihr das sehen. Seht ihr das? Also sie stempelt das und dann geht sie mit schwarzem Embossingpulver drüber und föhnt es und dann koloriert sie das. Also quasi der Stempelabdruck wird grundsätzlich immer embossed und das ist eigentlich eine coole Sache. Also es sieht echt richtig toll aus und es macht halt nochmal so diesen Wow-Effekt. Und ja, ich habe mir jetzt auch wieder ein paar Embossing-Sachen bestellt, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich zu wenig damit mache und ich hoffe, ich kann mich jetzt selber wieder ein bisschen animieren, das auch zu benutzen. Hier zum Beispiel auch, da sieht man das bei diesem Elefant, wie der so ein bisschen, hier sieht man das ein bisschen schimmert, oder? Und das ist eine richtig tolle Sache. Und ihr seht, ihr braucht gar nicht arg viel, einen schönen Hintergrund, einen top kolorierten Stempel. Ein Hallo und schon habt ihr eine super süße ATC-Karte. Und das ist echt, also ATC-Karten, das ist perfekt, um Reste zu verwerten. Und das ist wirklich etwas, das kann jeder. Und das macht so unglaublich viel Spaß. Und jetzt habe ich hier nochmal ein Gärtchen. Happy Birthday. Ach, der Hase ist ja süß. Der ist so schön pummelig wie ich. Der ist echt süß. Nur eine selbstgemachte Kleinigkeit. Das ist doch toll. Also ich denke dann mal, dass es tatsächlich so ist, dass diese Pailletten zur Deko drin waren. Und jetzt muss ich die Technik wieder verstehen. Einmal rumwickeln, zweimal. Das ist ja mal eine coole Technik, eine coole Verschlusstechnik. Also sie schaut halt wahnsinnig viel auch diese amerikanischen oder englischen YouTuber und da hat sie echtes Talent dazu, das dann auch super nachzumachen. Das finde ich jetzt ein richtig cooler Verschluss. Sieht auch ganz ordentlich aus, sieht aus wie so eine kleine Handtasche, wo man so spazieren gehen kann damit. Richtig süß. Also und das Papier ist traumhaft schön. Das sieht so zauberhaft aus mit diesem Holzelement und das ist, glaube ich, vom Action, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich kann mich jetzt auch irren. Richtig super süß. Ganz, ganz klasse. Die Pailletten werde ich mir gleich einsortieren. Die hebe ich auf. Weil da hat es auch braune Servietten. Pailletten dabei. Und braun geht immer. Sehr, sehr süß. Ja, ich freue mich. Vielen, vielen lieben Dank. Den Stencil habe ich ja schon eingepackt. Und bei dem hier, da telefonieren wir einfach nochmal. Und dann darfst du mir da ganz genau sagen, was ich mit dem zu tun habe. Meine Liebe, fühl dich feste, feste gedrückt. Mein Paket an dich ist ja unterwegs. Du hast ja auch bald Geburtstag. Schon mal am Rande erwähnt. Und ja, ich freue mich. Ich hab heute jetzt schon einen ganz tollen Tag und ich denke, er kann nur noch besser werden. Mit so vielen reichen, beschenkten Sachen, wo ich bekommen habe, freue ich mich riesig. Ich danke allen, die mir was geschickt haben und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und dir, Britta, vielen, vielen lieben Dank und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.